Die Fahnder vom Bundeskriminalamt kamen in der Nacht und sie machten einen Rekordfund, stellten 330 Kilogramm hochreines Heroin sicher, Straßenverkaufswert über 50 Millionen Euro. Am 22. September wurden zwei syrische Brüder im Alter von 30 und 35 Jahren, mutmaßliche Empfänger der Lieferung, in Nordrhein-Westfalen verhaftet. Ein ebenfalls in den Fall verwickelter Niederländer nach Deutschland ausgeliefert, ein auch international gesehen großer Fang. Der Lastwagen ist natürlich aus dem Iran, Irak über die klassische Balkanroute gegangen. Rumänien, Bulgarien sind Länder gewesen, dann nach Deutschland. Drogenhandel ist ein internationales Geschäft. 80% der weltweiten Produktion von Rohopium stammen aus Afghanistan. Weiterverarbeitet zu Heroin wird es über die Balkanroute, die Türkei oder Afrika nach Europa und Nordamerika transportiert. Das Rauschgift ist so billig wie nie. Die Produktion von Opium läuft offensichtlich auf Hochtouren. Wir müssen da befürchten, dass noch größere Mengen oder weitere Mengen unterwegs sind. Mit diesen Drogentransporten werden auch Kriege finanziert. Die brauchen dringend das Geld. Insofern gehen wir davon aus, dass die Produktion auch angekurbelt wird. Das Heroin aus Essen wurde in einem Lastwagen aus dem Iran entdeckt, versteckt unter eingelegten Gurken und Knoblauch. Alle Festgenommenen befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen weitere Verdächtige wird noch ermittelt.